Herzlich willkommen beim neuen weiteren Video der Firma Autogesellschaft. Ich bin der Enrico, hinter der Kamera ist der wunderbare Julian und der Boss sitzt da drüben. Guck dir den an, Junge, der sieht aus wie der CEO von der Autogesellschaft. Ja, du hast 49%, der hat 51%, ne? Ja, genau so läuft das hier auf jeden Fall. Ich wundere mich gerade, Magnat, was machen wir denn hier, Alter? Was haben wir denn hier alles vor? Na, die kommen noch in Kadett hinten rein. Also, heute geht es darum, dass wir ein ganz spezielles Auto verkauft haben. Nicht bloß das, sondern auch noch ein zweites gleich mit oben drauf. Bei beiden muss ich ganz ehrlich gestehen, also bei dem einen hätte ich nicht gedacht oder jemals geglaubt, dass das so schnell geht. Die Geschichte ist so random, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe doch mal vor einiger Zeit die Marco Degenhardt von Halle 77 einen G55 AMG Kompressor V8 M113 mit, einfach auf Deutsch gesagt, übergeholfen. So richtig haben wollte er das eigentlich nie. So ein bisschen Gefallen hat er schon dran gefunden. Aber ich glaube, der primäre Gefallen kam von seiner Frau, nämlich von der Nadine. Fakt ist, dass er das ein bisschen angestachelt war vielleicht auch. Aber zwischen dem letzten G-Modell oder beziehungsweise der letzten G-Klasse, heißt ja Klasse, und dem, was ich ihm gebracht habe, dem 463, liegen optisch ein paar Unterschiede. Aber fahrdynamisch sind das Welten. Welten. Und ich glaube, klar, mit den 23 Zoll Rädern, die er da noch drauf gemacht hat, und das Auto wieder ins Leben geholt sozusagen, hat das Auto definitiv erstmal so weit aufgewertet, dass du sagen kannst, ey, das matcht komplett. Die Felgen haben gepasst wie Arsch auf Eimer. Die Sachen, die sie an dem Auto gemacht haben, hat auf jeden Fall zur Werterhaltung und Steigerung auf jeden Fall erheblich beigetragen. Obwohl er es gar nicht unbedingt haben wollte. Hat er dann doch irgendwie dran Gefallen gefunden und hat an dem Auto auch ein bisschen was gemacht, was ich gut finde. Da war ja dann noch diese Thematik wegen der Leistung, dass das zu wenig ist. Aber auf Markus' Prüfstand haben ja wohl die meisten M113K nicht unbedingt die Leistung. Obwohl es jetzt auch ein paar Autos gab, die wohl jetzt auch die Leistung gebracht haben oder gedrückt haben. Wir haben hier auch noch einzustehen. Vielleicht, wenn ihr wollt, den E55 aus Japan, wollen wir den mal zum Marco stellen und mal gucken, ob Mercedes dort Wort hält oder nicht. Das würde mich wirklich interessieren. Fakt ist aber eins, wir haben das Auto wirklich, no joke, den haben wir verkauft. Ihr könnt jetzt glauben, was ihr wollt oder mir das glauben oder nicht glauben. Am Ende des Tages war es so gewesen, wir waren bei Marco, ich weiß gar nicht mal wegen was, wegen Audi RS4 B5 messen. Gibt es auch schöne Videos, blenden wir euch jetzt mal ein, war wirklich ein cooles Video draus geworden, echt spannend, unterhaltsam und da sieht man auch mal, was für Knowledge Jan und Marco oder beziehungsweise der Marco dort am Start hat. Ja, also was die so alles wissen und wie gut die im Thema und im Game sind. Dann sagt der Marco so zu mir, hier, pass auf, weißt du was, nimm mit. Dann sage ich so zu Marco, also ganz ehrlich, jetzt ist gerade aktuell die Zeit für solche Autos, ich weiß nicht, schwierig, glaube ich. Ja? Also die hohe Zinslage, der Spritpreis und generell alles teuer geworden. Und das ist gerade so eine Budgetgeschichte, wo viele vielleicht dann eher zurückschrecken. Weil so ein G55, sage ich dir ganz ehrlich, die sind erstens in der Anschaffung schon relativ teuer mittlerweile. Die gab es dann für 25.000. Dafür kriegst du halt wirklich nur noch gefühlt ein Auto, wo du dann nochmal 25 reinschiebst, damit es ein richtiges Auto wird. Meistens, oftmals, manchmal hat man auch Glück. Fakt ist aber, dass der Unterhalt von diesen Autos oder von diesen Fahrzeugen extrem ist. Spritverbrauch extrem und der ganze Rest irgendwie auch extrem. Und da habe ich gesagt, du kaufen ungern jetzt gerade aktuell, weil das war auch kurz so eine Todphase. Wir waren gerade mitten in der Talsohle, was die Nachfrage nach solchen Fahrzeugen war. Jetzt geht's wieder, es hat sich wieder stabilisiert, das Sommerloch so ein bisschen vorbei, auch auf YouTube, Gott sei Dank, vielen Dank an der Stelle. Freunde, guckt nochmal nach, ob ihr schon abonniert habt. Falls ihr das noch nie gemacht habt, dann holt es jetzt bitte nach. Weil ihr gebt nie bloß Liebe an unseren Kanal oder an mich, sondern an alle, die hier arbeiten. Umso größer der Kanal wird, umso mehr festigt sich die ganze Chance, die wir hier veranstalten. Nur ohne euch sind wir halt nichts. Das wissen wir auch, deswegen ist es nie verkehrt, als YouTuber auch freundlich daran zu erinnern. Leute, habt ihr denn schon abonniert? So, wie auch immer. Und dann hat er gesagt, pass auf Marco, pass auf Enrico, du nimmst die Truhe jetzt mit. Nadine wusste davon nichts. Das war so wirklich random. Hier, nimm mit. Hier hast du die Unterlagen, hier komm. Nimm mit, verkauf das. Ich sage, okay, was willst du haben? Wäre schön, wär, wenn das und das kommt. Ich sage, okay, halte ich für realistisch. Und dann haben wir das Auto hier einfach nur auf dem Hof abgeparkt. Ich hatte eine Story gemacht. Der Kevin hatte in Eigenregie ein Reel gemacht. Und fragt mich, wieso, weshalb, warum? Wir haben noch keine Bilder gemacht. Wir hatten es noch nicht sauber gemacht.
Das Auto stand vorne noch unangefasst, vorne einfach auf dem Hof rum. Und auf einmal kommen irgendwie so zwei Dudes an. Die haben irgendwie angehalten, haben gesagt, wir nehmen es so mit, wie es ist. Haben am Preis noch was verhandelt. Und da haben die es gekauft. Cool, das kannst du dir ja ausmalen, oder? Und jetzt muss man sich wirklich mal eine Sache überlegen. Jetzt haben wir natürlich noch ein Problem. Wir hatten ja das Problem mit den Cuts, was auch immer damit los war. Und dann haben wir jetzt Marco noch uns die Cuts geschickt von einem anderen Auto. Das muss man jetzt irgendwie noch klären, wie wir das dann irgendwie da reinkriegen. Ne? Das Auto war quasi weg. Wo ich gesagt habe, Kunde, das hätte niemand erwartet. Ja, da stand eine Nacht hier oder so gefühlt. Ne? Der war hier Schlafgast für eine Nacht. Wirklich, das war wie ein Bordellaufenthalt. Ne? Mal kurz rein, raus und tschüss. Weißt du, ich meine? Also das war krass. Und ich denke, auch für Marco hat sich das gelohnt, auch wenn er da einiges an Geld reingesteckt hat. Aber ich denke, es kam zu ihm auf den Hof gerollt. Er hat sein Content gemacht, hart gesprochen. Ja. Er hat an dem Auto Geld natürlich auch investiert, darf man nicht vergessen an der Stelle. Da müsst du Mitarbeiter bezahlen und den ganzen anderen Bums, der drumherum dort in der Parade stattfindet. Das darfst du alles nie vergessen, ne? Nie außer Acht lassen. Und dann ist das Ding wieder nach Dresden gerollt. Wir haben das vermarktet wieder und das Geld darin transferiert. Das war's. Das ist der Punkt, wo du sagst, Win-Win. Win-Win für alle. Wir haben eine kleine Mark verdient, für Marco hat es gepasst. Ich denke, da ist auch was hängen geblieben unterm Strich und sie haben alle was davon. Nur 2000 Euro für den R90, dann verkaufe ich das Auto privat. Hallo Herr Schmidt, hallo Frau Meier. Wir haben telefoniert, Meier. Genau. Ich glaube, ich habe hinten den Kratzer gesehen. Vielleicht hinten? Können wir mal ganz kurz, also Sie haben einen sehr schicken Anzug an. Vielleicht wollen Sie mal vorbeikommen, dann könnte ich Ihnen vielleicht den Anzug ein bisschen ausbügeln. So, das gefällt mir irgendwie. Naja. Da sage ich nicht nein, also das können wir gerne mal machen. Also vielleicht, ich weiß ja nicht, was Sie heute Abend so vorhaben. Hey Verkäufer, guck mal hier, Öl im Kühlwasser. 5 Scheine weniger kann ich hier jetzt anbieten. Ja, okay, bevor ich schon mehr Stress habe mit der Karre, ach komm. 900. Ein typisches Szenario alltäglich im Gebrauchtwagenhandel. Damit auch du nicht über den Tisch gezogen wirst, schick uns dein Fahrzeugangebot hier auf die WhatsApp-Nummer. Bitte arbeite uns folgende Sachen zu. Kilometerstand, wir kaufen bis maximal 90.000 Kilometer auf. Fahrgestellnummer bzw. Fahrzeugschein, Erstzulassungsdatum und ganz, ganz, ganz doll wichtig, Preisvorstellung. Bitte beachte, wir sind Händler, wir müssen also mit den Autos Geld verdienen. Sollte logisch sein, dass wir keine Endkundenpreise bezahlen können. Wenn du seriös verkaufen möchtest, sicher und entspannt, dann hier die WhatsApp-Nummer, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wir freuen uns auf eure Zuschriften. So, wo wir jetzt wahrscheinlich nicht ganz so viel von haben. Ein weiterer YouTube-Bolid. Das gute, wunderbare, schöne Kraftfahrzeug. Ja, ihr wundert euch. Ja, auch dieses Auto ist verkauft. Ich weiß, dass jetzt ganz viele da draußen gesagt hätten, nie im Leben. Alles immer, immer eine Frage der Marktlage, der Akzeptanz natürlicherweise im Markt und natürlich des Preises. Über den Preis geht am Ende irgendwann alles. Und interessanterweise ist der, ich denke, preiswert weggegangen, aber nicht verschenkt. Max war schon sogar dann so weit, dass er gesagt hat, wenn du sagst, Enrico, dass sich das ohne Folie besser vermarktet, dann macht die Folie runter. Der stand nun wirklich relativ lang. Aber ich sage dir ganz ehrlich, die härtere Nuss, und das war safe die härtere Nuss, war der S2000 Widebody oder Rocket Bunny oder wie auch immer das Ding hieß. Cooles Auto, leider Lenkrad auf der verkehrten Seite, schwierig im deutschen Markt. Also wie lange stand das Auto? Ja, schon so 1,5 Jahre oder so. 1,5 Jahre? 1 Jahr? Also über 1 Jahr, glaube ich. Brutal. Also wirklich, das war wirklich, wirklich schwierig. Und am Ende des Tages, wenn du mal überlegst, ein S2000, so umgebaut, der war ja auch neu lackiert in solchen Trödeln, ne? Und Fahrwerk, Felge und so ein Zeug ist alles neu gewesen. Du müsstest dir halt nur noch die Mühe machen und die Teile besorgen, das Ding auf links umbauen. Was heißt nur noch, ne? Da gehört viel dazu. Mehr als man glaubt. Also wer so einen Linkslenkerumbau schon mal gesehen hat, wie das vonstatten geht oder vielleicht sogar schon gemacht hat, weiß, was das für ein krasser Kopfschuss ist. In dem Fall hier war es natürlich auch ein spezieller, Kunde, was ist jetzt los? War es natürlich auch ein sehr, sehr spezieller Fall, weil Russland-Import, siebte Hand, Historie, gibt's, klar, gibt's was, ne? Das weiß auch alles der Käufer, der es gekauft hat. Der R8 ist ja eingestellt von Audi. Es wird bestimmt irgendeinen Nachfolger in irgendeiner Art und Weise irgendwas anderes geben, aber ich bin mir ganz sicher, das wird kein Verbrenner, kein reiner Verbrenner. Das wird irgendeine E-Hypercar-Bude, die so absurd teuer ist, dass das eigentlich niemand kaufen will. Dann machen die irgendwie 1000 Stück davon und dann reichen die es in den Markt rein und dann war's das. So, wie auch immer, lange Rede, gar keinen Sinn. Am Ende ist das gute Stück jetzt verkauft, das Auto ist als solches nicht schlecht. Jetzt hat der John natürlich, es war die Maßgabe, es ist eine Vermittlung. Das bedeutet, was bedeutet denn Vermittlung für dich als Kunde? Das habe ich ja schon mal ein Video drüber gemacht, kann man euch auch gerne nochmal einblenden. Aber ich versuche es nochmal kurz für euch simpel zu erläutern. Das heißt, es gibt einen echten Kunden, mal als Beispiel den Julian. Oder hier in dem Fall Maximiliano, für mich als Max bekannt. Der sagt zu mir, Enrico, ich besitze hier diesen R8.
ich habe keine Nerven, keine Lust, keine Zeit, bitte vermittel oder verkauf in meinem Namen, in meinem Auftrag dieses Auto für mich. Dann gibt es einen ganz sauberen Vermittlungsauftrag, da steht das Auto drin, da steht der Besitzer drin, da stehen wir als Vermittler drin und die Fakten zum Auto. Vereinbarter Mindestverkaufserlös oder was wir im Zweifel dafür bekommen für unsere Dienstleistung als Vermittler. Dann unterschreiben das Beide und dann nehmen wir das Ding ganz normal auf. Ja, das heißt also, der wird sauber gemacht, wird bebildert, wird mal durchgeguckt, geht ins Internet zum Preis X. Und dann gucken wir, dass wir einen Kunden finden. In dem Fall hat es auch lange gedauert, ihr wisst es, brauchen wir ja kein Geheimnis drüber machen. Ich weiß nicht, wie viele Standtage der hatte, aber es könnten so an die 300 gewesen sein. Wir hatten wirklich bodenlos das Auto. Ich bin auch wirklich froh, dass es jetzt erledigt ist. Fast erledigt, wie du siehst. Da kommen wir gleich noch dazu. Bodenlos viele Anfragen gehabt. Mindestens 10 Leute haben sich das Auto mal angeguckt. Mindestens bei der Hälfte davon ist es an der Finanzierung oder an der Inzahlungnahme gescheitert. Verkaufen mit einem anderen Zins. Hättest du das vor anderthalb Jahren ins Netz gestellt, wo wir Niedrigzinspolitik noch hatten mit 3-4%, wäre das viel eher weg gewesen. Haben wir auch so schöne Video gemacht, ne, mit R8 fahren für 1000 Euro so nach dem Motto. Guckt euch das mal an, das Video. Zieht ihr das Video rein und dann fällt, dann, das ist heute nicht darstellbar. Heute in der aktuellen Zinssituation, no way, geht nicht, ist nicht machbar. Vergiss es, oh, der T3 fährt endlich raus, Gott sei Dank, er scheint zu laufen. Mal random neuen Tank eingebaut, als der vollgetankt wurde und aus allen Löchern pisst es raus. Ja, hat er nie in der Folge getankt, das Ding hier. Welcher Autohändler tankt ein Auto voll, macht niemand. Lange Rede, gar keinen Sinn, haben wir jetzt auch noch beheben können, auch schnell nach Brandenburg gedüst bei einem Dude, bei Kleinanzeigen einen neuen Tank besorgt, reingeknetet und der Kunde fährt also mit einem neuen Tank nach Hause. Naja, so, das ist genau das Gleiche. Hier war dann endlich der passende Käufer, wo wirklich wusste, was er tut. Ja, ich wünsche dir auch ganz viel Spaß, weil ich denke, ich bin der Meinung, das ist ein cooles Auto. Für das Geld findest du keine Alternativen am Markt, weil hat er erst 98, 100.000 Kilometer runter. Und jetzt haben wir natürlich den Punkt, es ist das Auto verkauft. Jetzt hat die Lisa, ist bei uns die Nussknackerin. Die verkauft bei uns im Geschäft gefühlt immer die harten Nüsse. Die hat den S2000 verkauft, die hat den verkauft. Und alle anderen, wo du alles, was wild ist oder individuell und speziell, knackt die immer die Nüsse. Ja, du, meine Nüsse ein paar Mal geknackt. Nee, wie auch immer, Spaß beiseite, Ernst kam her. Und sie hat auch ihn verhökert und hat natürlich aufgeschrieben, nochmal durchgucken. Da wir auch gewissenhaft durchgucken, ist das dann das Resultat daraus. Fehlermeldung, Spoiler, hat der Max ja mal gesagt. Irgendwas am Kabelbaum. Rat mal, was der John jetzt gemacht hat. Den Kabelbaum ersetzt. Der Spoiler geht jetzt wieder. Dann hat er noch weitergeguckt und hat gesagt, na, das machst du jetzt noch und das machst du jetzt noch und dann schraube ich da nochmal was nach und bestell da nochmal ein paar neue Schrauben und mach das nochmal schön und dort und da und dort. Und das Endresultat ist dann das. Lisa denkt in der Werkstattplanung, alles klar, nach 2 Stunden ist das Auto fertig oder nach 3. Und das Ende vom Lied ist, in der Realität sind es dann 2 Tage. Warum wollen wir das Auto mit einem funktionierenden, ordentlichen Spoiler ausliefern? Ich sag dir ganz ehrlich, der Spoiler, der hier elektromechanisch ausfährt, der hat ja auch eine Aufgabe. Das Auto fährt ja irgendwas um die 300 km/h Max. Die machen auch wirklich, hätte ich nie gedacht, die machen auch richtig Bock zum Fahren. Der R8 V8 ist meiner Meinung nach ein Auto, was völlig underrated ist. Macht Laune. Klar, das mit der R-Tronic und so, das ist halt alles noch nicht ganz so, weißt du, aber das war wie beim M3 E46, da war auch das SMG-Getriebe so reingeschissen. Ja, mittlerweile ist es wieder cool. Jetzt fahren die Leute freiwillig ein altes SMG-Getriebe, was eigentlich fährt wie Scheiße. Aber mit einer entsprechenden Software, ja, läuft das auf einmal. Dann schaltet das, ja, geht bei ihm auch übrigens, nur mal so am Rand. Ne? Heutzutage ist das wie eine ganz andere Akzeptanz im Markt, dann ist es wieder gar kein Problem. Vor 10 Jahren war es eine komplette Scheiße. Steig in ihn ein, merkst du nichts? Ja. Die einzige Emotion ist, wenn das Ding sich die ganze Zeit anpiept. Hier, ein Heidenkrach, ja, das Ding ist laut wie 10.000 besoffene Russen. Aber jetzt mal in der Theorie, weil es ja eine Vermittlung ist, hätten wir es ja nicht machen müssen, oder? Also. Da hört, wo fängt der Spaß an, wo hört er auf? Sag ich ganz ehrlich. Natürlich hättest du sagen können, hier, nimm mit die Scheiße, was geht uns das an? Das ist doch nicht mein Auto. Ganz ehrlich, in der Theorie bin ich da als Händler auch nicht haftbar. Ich sage immer Theorie, weil die Gesetze sind fließend in Deutschland. Wer das noch nicht verstanden hat, der kann sein, dass er es dann im Geschäftsleben nochmal auf schmerzliche Art und Weise lernen muss. Fakt ist aber eins, mit so einem sicherheitsrelevanten Mangel lasse ich hier keinen vom Hof. Das wäre so, als würdest du zum Kunden sagen, guck mal, die Reifen sind hinten, sind tot, da guckt die Karkasse raus. Da würde ich den lieber ein paar Winterräder drauf stecken, ja, die vielleicht, keine Ahnung, vom Rollumfang nicht passen, aber dafür sicher sind. Weiß ich nicht. So, und der Spoiler, wenn der nicht ausfährt bei 300 Sachen, weiß ich nicht.
hätte ich ein schlechtes Gefühl. Vor allem gerade, wenn das Auto dann neu ist, dann probiert er das mal aus. Ne? Und ja, dann, hallo, ja. Na klar, Fahrexperience fehlt vielleicht, oder? Also du kennst das Auto ja noch nicht. Nee. Was machst du denn dann? Denkst, es funktioniert alles, kannst du drauf verlassen, latscht den Karton rein und dann fliegt er mit der Truhe ab oder was? Und dann haben wir hier in Zweifel ein Menschenleben auf dem Gewissen oder schlimmer oder sowas, weißt du? Geht für mich überhaupt nicht fit? Muss nicht sein, ne. Ja, und dann hat er es auseinandergebaut, dann hat er das gesehen und das gesehen und das und das und das. Ne? So ein Auto hat ja ein Leben. Ne? Da waren ja schon viele Hände in Zweifel an der Werkstatt auch mal dran und so weiter und so fort. Und dann, wenn wir es wieder zusammenbauen, bauen wir es ja ordentlich zusammen. Dann fängst du an, also neue Klipse zu kaufen, eine neue Abdeckung. Dann hat hier das mit der Hitzeisolierung nicht mehr hingehauen und so weiter und so fort. Das hat er dann auch nochmal alles nachjustiert, weil die Abluft, ne, der zieht ja die Luft von unten rein und bläst die irgendwie oben weg. Und das sind so Punkte, wo ich sage, da ist für mich als Händler natürlich ohne Vermittlung manchmal ein bisschen schwierig. Ne? Weil ich kenne das Auto ja nur mal vom drüber gucken. Ich baue es ja nie auseinander. In dem Fall durch den Fehler guckst du dann natürlich nach. Aber ich will halt gerne den Kunden ein ordentliches Auto rausgeben. Aber was du als Käufer für dich an der Stelle mitnehmen kannst, ist, wenn der Kunde, oder oftmals sieht man das ja auch in den Inseraten, wenn drin steht, Vermittlungsauftrag, dann kann das natürlich sein, dass das die Wahrheit ist und zum Beispiel so der Firmeninhaber am besten am Ende einen Kunden hat oder einen Kumpel oder einen Freund, so wie ich jetzt in meinem Fall, der sagt hier, verkauf mal mein Auto, ich habe keine Zeit oder keine Nerven oder sonst was. Ja? Mach das mal bitte. Wenn der Max sich hingestellt hätte und hätte die Truhe selber verscherbelt, der wäre durchgedreht. Ich sag's dir, no joke, der wäre völlig durchgedreht. Der hätte irgendwann die Schnauze so voll gehabt, der hätte irgendwie bei Wir kaufen ein Auto abgegeben. Du kriegst ja da Fragen gestellt, das kann man sich gar nicht ausmalen. Ja, kann man da noch drei Jahre Garantie drauf kriegen und können wir die Folie abziehen, dass sie sehen, wie der Lack aussieht. Nur, weißt du, wie ich meine? Also verstehe ich manche Fragen, kann schon nachvollziehen, aber wie viele Anläufe du nimmst, ne? Das musst du mal überlegen, das sind ja diese Opportunitätskosten. Wie oft, also rechnen tut sich das für mich als Händler überhaupt nicht. Gar nicht. Das war wirklich nur ein Freundschaftsdienst, ehrlich jetzt. Weil so viele Anfragen, wie du verschossen hast an Verkäuferzeit, wo der Verkäufer hätte sich um einen anderen Kunden kümmern können, das ist bodenlos. Das musst du dir auch als Chef immer wieder, auch als Vertriebsleiter, als Arbeitnehmer, immer wieder doch mal die Frage stellen, sag mal, ist das eigentlich rentabel, was wir hier machen? Hätte ich in der Zwischenzeit was ganz anderes machen können, weißt du, ich meine? Hätte man da nie viel mehr Geld verdienen können? Die Frage, dieses Gespräch hat man gerade mit unseren Klamottenproduzenten beim Mittagessen. Genau dieselbe Frage hat der seinen Vertriebler angestellt. Was macht ihr über den Tag? Was kommt dabei raus? Und was könnte man vielleicht einfach weglassen und lieber was anderes machen? Deswegen machen wir auch diese Vermittlungsgeschichte nicht mehr. Ich weiß, dass sich da viele darauf spezialisieren wollen. Warum? Die Gründe liegen auf der Hand. Ich gebe kein Kapital aus. Ich habe also kein Investment. Mein Risiko liegt nahe null. Ich gebe nichts aus, ich habe keine Zinsen an der Backe. Wenn das Ding steht, ist mir das wurscht. Du hast aber trotzdem ein gewisses Risiko. Erstens, eine Vermittlung birgt immer die Gefahr, dass wenn irgendwas ist an dem Auto, was irgendwie nie passt, was du am Ende als Händler gar nicht wusstest, wo kommt der Kunde als erstes hin? Jetzt schreibt es mal in die Kommentare, wo der Kunde als erstes hingeht. Richtig geraten. Zum Händler natürlich. Da würde ich ja auch hingehen. Der Händler sagt dann, da musst du mit dem reden, weil dann hat der dir das verschwiegen oder arglistet. Und dann bist du als Käufer der Idiot, der dann arglistet nachweisen muss oder sonst was. Oft schwer. Deswegen sind so Vermittlungsaufträge manchmal echt, oftmals aber auch fake und ein vorgeschobener Grund, um die Gewährleistung zu umgehen. Ja, weil normalerweise hätte ich das Auto gekauft, hätte ich es gewährleisten müssen. Ich bin aus der Gewährleistung von der Sache raus. Und dahin geht ja auch der Trend. Gerade im so Sportwagenbereich, ich sag mal im niedrigeren Preissegment, irgendwo zwischen 40 bis 100.000 Euro, liest man das ziemlich häufig. Vermittlung im Kundenauftrag, bla 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 bla. Weil natürlich, klar kann sein, dass viele spezialisieren sich darauf, auf dieses Agenturmodell, aber viele versuchen es einfach auch bloß, die Gewährleistung zu umschiffen. Pass auf, es gibt ja auch ganz oft den Move, die erzählen dir das gar nicht. Hab ich schon so oft erlebt. Und dann erst so kurz vor Ende nochmal so, ne? Irgendwo kleingedrückt. Ich habe letztens, war so krass, ein Freund von mir hat ein Auto gekauft, da können wir vielleicht auch nochmal eine Story drüber machen. Der wurde auch hart verarscht. Der hat einen A6 gekauft und hat so gedacht, geil, ich bin im Hype, der Preis ist geil, ich fahre da hin und kaufe das Ding. Das hat er auch gemacht und da hat er eine Anzahlungsrechnung bekommen. Und als er die Karre abgeholt hat, dann hat er den Kaufvertrag, als er schon bezahlt hatte am Ende des Tages oder angezahlt hatte und das Ding eh schon geflickt war, dann hat er den Kaufvertrag hingelegt bekommen und sagt, hier, unterschreib mal. Das ist Arglist, das ist Betrug. Wenn ich dann den Kunden damit konfrontiere, was mit dem Auto ist, was ist, ist ein Import. Die Räder haben keine ABE, es wird das und das ausgeschlossen, bla 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 bla. Das ist auch übelst unseriös. Natürlich. Also, ja, aber jetzt hast du schon 5.000 angezahlt, was machst du dann? Pass auf, und jetzt musst du dir Folgendes vorstellen. Ja, für euch alle da draußen, für die neuen Maklugen, das muss man da wissen, das weiß ich da alles, ich bin da der Klügste. Alles gut, schön für dich, ich freue mich für dich, dass du so klug bist und dass du vielleicht das alles auch besser weißt. Alles gut, ich weiß auch nicht alles. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass ich auch Fehler mache. Ja, habe ich auch schon gemacht in der Vergangenheit. Steht ja auch einiges auf dem Hof. Fakt ist aber eins,
dass wenn du ein normaler Mensch bist, der meinetwegen wie mein Freund aus der IT kommt irgendwoher, ja, und einfach als Operator oder sonst was einen ganz anderen Job macht und sich, weiß ich nicht, alle 10 Jahre ein neues Auto kauft, dann gehst du nicht davon aus, dass sich hier irgendeiner behumsen will. Und dann hat er sein Auto leider geschrottet und dann braucht er dringend, wie es immer so ist, es muss so schnell gehen, ne? Eile und Hektik ist ja immer der Auslöser für Stress. Wenn ich irgendwas schnell machen muss, eine wichtige Entscheidung, und so ein teures Auto zu kaufen ist eine wichtige Entscheidung, mehr oder weniger übers Knie brechen muss, weil ich in der Notlage bin, dass ich irgendwie ein neues Fortbewegungsmittel brauche, dann treffe ich oftmals vielleicht eine Entscheidung oder sehe Warnsignale nicht so. Verstehst du mich, Min? Es kommen Red Flags hoch und die ignoriert man einfach kurz. Weggeschoben, noch eine Flagge weggeschoben, noch eine weggeschoben. Und da liegt dann der Hund begraben. Und dann kriegst du den Kaufvertrag hingelegt und denkst dann, ja gut, was mache ich jetzt? Das kam genau, wie es kommen musste. Der hat das Auto übernommen. Gut, die Räder haben keine ABE, kriegen auch keine. Weil aus Schweden, ohne KBA, bumm, erledigt, ne? Stand im Kaufvertrag dann eben auch drin. Ne? So, und dann noch so ein paar andere Sachen. Und dann ist das ein 3 Liter TDI. Ich glaube, 272 PS hat er. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, was jetzt Phase war. Ne? Da fing an, was zu klappern. Dann ist ein Kumpel in die Werkstatt gefahren und Steuerketten. Hat er in Leipzig gekauft? Oder? Ja. Echt? Aber nicht bei dem Händler. Oh, ich dachte schon. Nicht bei dem, nein, ein anderer. Jedenfalls, lange Rede, gar keinen Sinn. Und da stand er natürlich auch so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand. Was mache ich jetzt mit dem Auto? Ja, dann war dann auch was undicht geworden, da lief irgendwo das Öl raus und so weiter und so fort. Und da habe ich gesagt, naja, du kannst jetzt, es gibt mehrere Wege, die du jetzt gehen kannst. Du kannst jetzt den Händler zur Nachbesserung schriftlich auffordern und gucken, was der antwortet. Ne? Hat er natürlich abgelehnt, hat dann auf seinen Kaufvertrag verwiesen und hat gesagt, steht da alles drin, du Idiot. VVI, vorvertragliche Informationen, vorher ausfüllen, vor Kaufvertrag. Musst du ja, ne? Genau, ist musst ja, du, ist ja selbst verpflichtet. Ja. Und er sagt, du, das ging halt so schnell, ich weiß gar nicht mehr wie, was, wo. Und das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt, was ich ja immer wieder sage zu den Leuten. Und was ich auch in den Videos schon x-mal gesagt habe, und ich betone es auch jetzt nochmal, dass einfach, du bist ja im Hype. Das ist wie, als wird es zum Date-Game mit deiner ersten neuen Alten, die dich komplett abholt, ja. Weißt du, ich meine, hier. Ja, und du denkst, da vergisst man, dass sie dich die ganze Zeit nur über deinen Job fragen, wie viel du verdienst, so, weißt du, ich meine, und was du so auf der Bank hast. Das ignoriert man dann irgendwie, ja. Verstehst du mich? Und so ist es auch mit dem Autokauf. Die Emotionen hängen da drin und dann wird es hässlich oftmals. Und das wird gerne von anderen ausgenutzt. Na, das hat er halt wie folgt gemacht, hat er es dann beim Kumpel reparieren lassen. Hätte 10.000 wo in Summe mal gekostet, glaube ich. Die ganze Geschichte, muss man mal überlegen. Hätte Audi, hätte 10.000 beanschlagt. Also neue Nockenwellen, Nockenwellenversteller, Kette, bla bla bla. Mal gucken, jetzt kannst du halt losgehen und klagen. Du kannst zumindest jetzt die Reparaturkosten versuchen einzuklagen. Was auch wahrscheinlich nicht ganz so einfach wird. Ich habe gesagt, hast du irgendein Zeugen dabei gehabt, wie das abgelaufen ist? Ja, habe ich. Ich sage, das ist jetzt dein Trumpf. Was denn sagt der Händler? Nö, stimmt doch gar nicht. Das ist alles ganz anders abgelaufen. Deswegen sage ich immer, ist schon klug, wenn du dir nicht sicher bist, nimm dir einen Zeugen mit. Jemand unparteiisch. Am besten nicht deine Mutti und auch nicht deine Alte. Kumpel. Arbeitskollege. Am Ende, der vielleicht auch nie unbedingt das Zelt in der Hose aufschlägt, ja. Aber der auch nicht der übelste, ich sag's mal, Tesla-Dude ist, ja. Der im Strahl kotzen könnte, weil du den E55 W12 kaufen willst, ja? Das ist auch der Falsche, den du mitnehmen solltest. Du solltest schon einen mitnehmen, der es fühlt, aber nicht hier, so wie du auf den Platz kommt, ja? Und die Karre schon gekauft hat, als er es im Internet gesehen hat. Ne? Solltest du immer einen mitnehmen, der sachlich ist. Und die Sachen entspannt sich, das ist oftmals die beste Beratungshilfe. Wir wollen nicht, dass der Kunde hinterher nächste Woche in die Werkstatt zu Audi geht und die dann sagen, müssen wir alles neu bauen. Was hätten Audi jetzt gemacht? Die hätten dann neuen Spoiler verkauft, neue Steuerteil verkauft, alles neu verkauft. Hätten da 20.000 Euro aufgeschrieben und dann wäre es losgegangen, das Theater. Also schütze ich in dem Fall auch meinen Vermittler. Weil Spoiler ohne Funktion, weiß ich nicht, ob sowas reicht. In der Theorie ja. In der Theorie würde es reichen. Aber willst du mit dem Gewissen den Kunden vom Hof schicken oder in der Unwissenheit, ob das hält? Weil der Spoiler hat eine Funktion, den hat Audi nicht da dran gebaut, weil sie sagen, also irgendwie, die anderen haben auch alle einen Spoiler, vielleicht sollte man das auch machen, sieht irgendwie geiler aus, findest du nicht auch. Das hat schon irgendeine Bewandtnis. Ich weiß, dass viele sagen, brauchst du nicht den Spoiler, brauchst du nicht. Mag sein, aber würdest du gern deinen Kopf dafür in die Guillotine legen und sagen, mach mal. Mal gucken, ob das Seil heute hält oder nicht. So, und dann steht das halt wieder da und blockiert uns in der Werkstatt. Aber falls du Mechaniker bist und irgendwie auch ab und zu mal Lust hast, wir machen übrigens gerade noch was Schönes Neues, also das wird dann nie alles sein, aber dazu kommt noch was. Dann bewirb dich jetzt unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse. Also Freunde, an der Stelle bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, wisst ihr ja, was ihr nicht zu tun habt. Bis dann, tschüss. So. Jetzt müssen die ja arbeiten. Scheiße. So eine Scheiße. Hat keinen Auspuff dran, deswegen ist das Ding so schweinelaut. Alter. Ja. Das ist eigentlich auch krass, oder? Das geht dann wieder, weißt du? Na, der hat keinen Schalldämpfer. Alter. Deswegen ist das Ding übelst laut.
Der macht Straight Pipe einfach. Straight Pipe, ne? Wenn er oben rausgezogen wird und die Plakette abgekratzt, ja, landen Sie mal kurz. Fahren Sie mal rechts ran. Führerschein, Fahrzeugschein bitte. Warte. Ach, ich! Ah. Allergisch gegen Vermittlungen. Ja, ich sag, krieg schon wieder einen Niesanfall, Junge. Da läuft mir gleich die Nase. Die Koksnase läuft mir da. Oh nein. Nein, natürlich nicht. Ich habe letztens gelesen, der Enrico spricht so viel von Koks, da muss doch irgendwas. Ja klar, immer. Ich bin nur drauf. Geht gar nicht anders, sonst heißt das hier nicht aus. Das ist immer reinschneiden zwischendurch, aber. Einfach so richtig random zwischen. Warte kurz. So.